Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick und heute nehme ich euch mit zum Einbau einer Kniestocktür. Bei diesem Objekt ist die Kniestocktür nicht an der gewohnten Position. Hier soll ein Zugang geschaffen werden zu einem Spitzboden. Hierfür habe ich eine Kniestocktür der Firma Wellhöfer ausgewählt mit einer dreiseitigen Ausführung. Die dreiseitige Variante habe ich hier gewählt, weil hier eine Leiter angelegt werden soll und bei einer vierseitigen Version wäre wahrscheinlich der untere Querriegel mit der Leiter beschädigt worden. Als kleine Besonderheit bei dieser Kniestocktür habe ich nicht den gewöhnlichen Blendrahmen aus Kunststoff, sondern Eckleisten zugeschickt bekommen, die ich mit einspachteln kann. Weiterhin habe ich die zweiflügelige Variante gewählt. Der Zusammenbau der Tür ist relativ einfach und schnell gemacht. Alles ist sehr übersichtlich und leicht verständlich beschrieben, sodass da auch der Laie gut zurechtkommen sollte. Überall noch etwas Leim hinzu, das erhöht die Stabilität der Tür. Zusammenstecken und miteinander verschrauben. Jetzt kann der Rahmen auch schon eingesetzt werden. Auskeilen und fixieren. Und vor der Kante Trockenbauwand ausrichten. Waagerechte überprüfen, Schraubposition mit Unterlegsmaterial hinterlegen, Bohrloch vorbohren, und das Seitenteil verschrauben. Das gleiche mache ich nochmal am oberen Band. Jetzt auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir zum Einbau der zwei Flügeltüren. Natürlich müssen diese auch noch richtig eingestellt werden. Auch das ist sehr einfach und verständlich erklärt. Dabei sollte natürlich auf gleichmäßige Spaltmaße geachtet werden. Jetzt kommt noch ein kleiner Knopf dran, der wird allerdings später dann wieder demontiert, da diese Tür im Wohnzimmer sitzt und später von einem Bild überdeckt werden soll, da der Zugang da wohl nicht sehr oft genutzt wird. Die drei Rahmenteile werden nach dem Fixieren mit Schrauben zusätzlich noch mit Montageschaum ausgefüllt.
Hier komme ich nun zur Montage des Blendrahmens. Dieser wird ja, wie bereits erwähnt, mit der Trockenbauwand fast flächenbündig verspachtelt. Die Eckleisten werden passgenau und auf Gehrung zugeschnitten geliefert. Einfach nur in den Spalt einstecken und mit dem Handtacker befestigen. Jetzt kommt vorsorglich nochmal Gittex-Band über den Eckwinkel auf die Trockenbauwand. Jetzt kann ich endlich die Eckwinkel verspachteln. Allerdings habe ich im Laufe der Arbeiten festgestellt, dass es besser ist, die Türen für das Verspachteln nochmal zu demontieren. Für die untere Kante habe ich mir überlegt, einen Aluminium-Eckwinkel einzubauen. Wer mein Video mit den Übergangsprofilen kennt, der weiß, dass ich sowas ganz gerne mit meiner kleinen Miniflex schneide. Fixiert wird die Schiene nur mit einem Montagekleber. Wichtig ist, dass die Aluminiumschiene bündig mit den Eckwinkeln ist. Auch hier sollen die Spaltmaße natürlich gut aussehen. Zum Abschluss wird alles noch einmal flächenbündig verspachtelt und geschliffen. Ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und die Lösung mit der flächenbündigen Eckleiste gefällt mir sehr gut. Das war's auch schon wieder von meiner Seite aus. Tipps, Kritik, Anregungen wie immer gerne unten in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.